Vorsicht beim Einsteigen. Habt ihr schon mal eine Expedition durch den Dschungel gemacht? Also ich noch nicht. Also bisher jedenfalls. So aufgeregt war ich lange nicht mehr. Hier in der Gegend soll ein ganz seltenes, verrücktes Tier leben. Ein Tanztapir. Seid ihr bereit für die große Entdeckungstour? Ja! Ja, mal, war da was? Ein Test haben wir vielleicht? Ja. Okay, also ich würde vorschlagen, wir trennen uns jetzt für die Suche. Alles klar? Ihr übernehmt den nördlichen Teil und wir den Süden. Wir bleiben im ständigen Funkkontakt, ja? So wie einer den Tanztapir sieht, macht er Meldung. Alles klar? Alles klar. Gut, dann geht's los. Könnt ihr mich hören? Ja. Sag mal, habt ihr schon was entdeckt? Ja. Was? Den Tanztapir? Ist aber ein ganz normales Tapir. Schade. Ja, okay, weitersuchen. Habt ihr das gehört? Ja. Seht ihr was? Kam irgendwie von da oben. Komisch. Da ist doch irgendwas. Da ist er. Da ist er. Der versucht sich zu verstecken. Mädels, wir haben ihn gefunden. Komm sofort zu uns. Und was jetzt? Na, wir müssen ihm zeigen, dass wir Tanzfreunde sind. Wollen wir zusammen den Tapir tanzen? Ja! Okay, dann rufen wir zusammen den Tanztapir. Ich sag Tanz und ihr schreit Tapir, Tanz! Tapir! Tanz! Tapir! Ich sag komm und ihr schreit raus, komm! Raus! Komm! Raus! Oh, ich glaube, wir müssen ihn raustanzen. Okay, los geht's! Eine Hand an die Nase, so wie wenn es richtig stinkt. Den anderen Arm durch und dann wird losgeswingt. Es geht hin und her und her und hin. Dann wie verrückt im Kreis und jetzt alle singt! Der Ta-ta-ta-ta-ta-ta-Tanztapir schüttelt deine Brüste und er tanzt mit dir. Der Tanztapir tanzt mit groß und klein. Mit dir und mir, doch niemals allein. Auf der Schule von der großen Pause und manchmal auch auf dem Weg nach Hause bekommst du so ein Kribbeln im Fuß. Es muss raus. Aber gibt es für die Hände auch noch was zu tun? Na klar! Eine Hand an die Nase, so wie wenn es richtig stinkt. Den anderen Arm durch und dann wird losgeswingt. Es geht hin und her und her und hin. Dann wie verrückt im Kreis und jetzt alle singt! Unter deinen Rippen, du kannst gar nicht anders, du musst mit wippen. Bounce, 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 clap. Das ist der Tapir-Step. Es geht bounce, 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 clap. Das ist der Tapir-Step. Oh yeah, bouncen kann ich.
mittlerweile. Was machen nochmal die Hände? Eine Hand an die Nase, so wie wenn es richtig stinkt. Den anderen Arm hindurch und dann wird losgeswingt. Es geht hin und her und her und hin. Dann wie verrückt im Kreis und jetzt alle. Der Tanztapir. Aber deine Klamotten, die gibt's jetzt nicht gerade hier im Urwaldschump um die Ecke, oder? Aber du siehst trotzdem cool aus. Echt? Was? So ein dicker Tourist war in dem Fluss hier schwimmen? Und ist dann vor lauter Angst vor einem Flusspferd einfach davongerannt? Und dann hat er die Kleidung am Ufer vergessen. Das ist eine komische Story. Aber so hast du wenigstens was zum Anziehen. Zum Glück hatte der deine Größe, ne? Ja, wir tanzen alle total gerne. Deswegen wollten wir dich auch unbedingt sehen und kennenlernen. Aber warum liegen deine Tapirkumpel denn den ganzen Tag nur faul rum? Genau, die kriegen ihren Hintern überhaupt nicht hoch. So einen habe ich vorhin fotografiert. Ah, verstehe. Und du würdest natürlich viel lieber tanzen. Klar, sonst würde er auch nicht Tanztapir heißen. Aber das Gefühl, das kennen wir, oder? Ja, klar. Wir wollen auch immer nur tanzen. Hallo, hallo, Leute. Dies ist ein Tanzüberfall. Wir flippen aus Tag ein, Tag aus. Lasst uns feiern, richtig rocken. Nicht bloß blöde in der Bude hocken. Tanzen, bis die Socken rauchen. Das ist das, was wir alle brauchen. Wir feiern, feiern überall.
Denn das hier ist ein Tanz über mein Freund. Für uns ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, ich weiß. Für uns war es auch einer der schönsten Tage, die wir je erlebt haben. Mach's gut. Tanzsalam mitmachen! Ja, warum nicht?